Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Das ist mittlerweile die Folge Nummer 12. Ich bin Ron, auf Twitter bin ich der @brustring1893 und den Blog findet ihr unter www.brustring1893.de. Und ich freue mich sehr, dass ich endlich mal wieder einen Gast hier begrüßen darf. Das ist Markus Schmalz. Er hat ein Buch geschrieben, Erste Runde Westmanea mit dem VfB Stuttgart durch Europa. Er begleitet den VfB zu den internationalen Spielen, genauso aber auch die Nationalmannschaft zu Länderspielen und Turnieren. Hat aber auch sein Herz ein bisschen an Italien verloren und deswegen gibt es auch einige Kapitel über Bella Italia in dem Buch. Bevor wir dann ins Gespräch einsteigen, noch kurz ein Hinweis. Die Nachspielzeit gibt es auch auf Spotify. Ihr könnt mich also, wenn ihr es lieber wollt, auch da hören. Und außerdem erscheinen die Folgen mittlerweile auch auf YouTube. Einen Link dazu gibt es dann in den Shownotes. Ja, ohne weitere Vorrede würde ich sagen, steigen wir doch mal ein in das Gespräch mit Markus. Herzlich willkommen, Markus. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Grüß dich, Ron. Hallo. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Wir wollen uns über dein Buch unterhalten. Erste Runde Westmanea mit dem VfB Stuttgart durch Europa. Ich habe ganz viele Fragen, würde aber vorschlagen, dass wir mal ganz klassisch einsteigen und du dich doch bitte einfach mal so ein bisschen vorstellst. Ja, ich bin der Markus, bin 42 Jahre alt, bin seit 1997 Mitglied im Kommando Cannstatt. Mein erstes VfB-Spiel war in der Meisterschaftssaison 1983-84, daheim gegen Eintracht Frankfurt. Dauerkarte habe ich seit Mitte der 90er Jahre, bin seit damals auch fast 20 Jahre lang alle Auswärtsspiele gefahren. Die letzten Jahre dann aber deutlich weniger aus verschiedenen Gründen. Heute bin ich eigentlich kaum noch bei Auswärtsspielen, aber daheim eigentlich immer noch dabei mit Dauerkarte in der Cannstatter Kurve. Naja, 20 Jahre Auswärtsspiele legen da natürlich auch so ein bisschen schon das Thema deines Buches nahe. Nichtsdestotrotz ganz klassisch die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, irgendwann mal das Buch schreiben zu wollen? Es war eigentlich schon immer mein großer Traum, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe schon als Jugendlicher immer viele Reisebücher gelesen und habe mir da immer gedacht, sowas will ich eigentlich auch mal gern machen. Und da gab es auch so damals ein für mich absolut prägendes Buch, das heißt Streifzüge durch das Abendland von Bill Bryson. Der Autor erzählt da drin, wie er als 20-jähriger Rucksacktourist durch Europa gereist ist, angefangen in Norwegen im tiefsten Winter, wo er dann mit dem Zug bis runter nach Istanbul gefahren ist. Und das hat mich ziemlich begeistert und natürlich auch noch viele weitere Bücher gelesen. Und das war auch alles so in der Zeit. Da bin ich auch im VfB gerade viel durch Europa gereist, auch alles auf dem Landweg, nachdem ich da auf dem Flug nach Island zum Spiel eben gegen Westmanea heftigen Schwindel gekriegt habe. Und das war dann für mich so ein Ansporn, auch so Berichte von meinen Reisen zu schreiben. Und zwar auch in einem ähnlichen Stil wie der Bill Bryson. Das hat mir ziemlich gut gefallen immer, dieses selbstironische, sarkastische. Das war eigentlich so genau mein Ding. Und da habe ich mir gedacht, sowas in dem Stil, so umgemünzt auf meine Leidenschaft, halt ein Fußball, ein VfB, würde ich eigentlich auch irgendwann mal gern machen. Und dann so um das Jahr 2005 rum, kam dann eine weitere Inspiration für mich. Da kam das Buch Fußball-Junkie vom Volker Jäger raus. Das ist ein VfB-Fan. Volle ist ein alter Wegbegleiter von mir, den kenne ich ganz gut. Herzliche Grüße auch an der Stelle. Der schreibt in seinem Buch über sein Leben als VfB-Fan mit vielen Höhen und Tiefen, auch mit vielen privaten Erlebnissen. Und was ich persönlich auch hochinteressant fand, weil es eben auch vor meiner Zeit war, er schreibt auch sehr viel über ganz alte Europapokalfahrten in den 80er Jahren. Das fand ich total spannend. Und es war für mich dann irgendwie so ein weiterer Anschub, auch nochmal mein Ding eben auch zu machen mit einem Buch.
Und so richtig ernsthaft damit beschäftigt habe ich mich dann eigentlich ab dem Jahr 2008. Da habe ich dann damit begonnen, meine alten Texte, die ich damals geschrieben habe von meinen Europacup-Fahrten in den 90ern, zu aktualisieren und auch Berichte von weiteren internationalen Auswärtsfahrten zu schreiben. Damals waren ja Spiele wie zum Beispiel in Sevilla oder in Bratislava um die Zeit. Ja. Und so richtig intensiv wurde es dann eigentlich ab 2014. Da habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich will das jetzt rausbringen innerhalb von den nächsten 5 Jahren. Und das habe ich ja jetzt 2018 auch gerade noch so geschafft. Ja, hervorragend. Also ich habe wirklich sehr viel Spaß beim Durchlesen gehabt. Da stecken so viele Informationen und auch Details drin. Das ist echt Wahnsinn. Das war natürlich auch die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Wie merkt man sich sowas? Aber wenn du ja quasi regelmäßig schon das Ganze verschriftlicht hast, dann erklärt sich das auch. War dann aber wahrscheinlich trotzdem auch nochmal so jetzt im Durchgehen und Zusammenführen dieser ganzen Themen schon auch nochmal eine besondere Erfahrung, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, es war relativ einfach mit den ganz alten Spielen, weil da hatte ich eben diese Berichte noch, die ich damals schon geschrieben habe. Und bei den jüngeren Spielen war es natürlich auch so, dass es da einfacher war, weil ich da dann immer gleich auch danach mir Notizen dann gemacht habe. Das war ja dann zum Zeitpunkt, als auch schon feststand, dass ich das Buch schreiben will. Am schwierigsten war eigentlich so die Zeit dazwischen, so im Zeitraum zwischen 2000 und 2008 ungefähr. Da musste ich tatsächlich dann oft auch noch alte Weggefährten fragen, wie sie diese oder jene Geschichte in Erinnerung haben. Habe da viele E-Mails geschrieben und mit Leuten telefoniert, die damals mit dabei waren. Was mir dabei auch geholfen hat, war, dass ich eben nur Spiele ins Buch genommen habe, die ich auch besonders erwähnenswert fand. Sei es jetzt durch eine spezielle Anreise, durch einen denkwürdigen Auftritt im Stadion oder irgendwelche lustige Geschichten am Rande. Middlesbrough 2006 ist so ein Beispiel. Ja, das war jetzt, sage ich mal, für einen normalen VfB-Fan sicherlich total unspektakulär. Die meisten wüssten da wahrscheinlich nicht, was sie darüber schreiben sollen oder wüssten wahrscheinlich auch nicht mehr, was sie da jetzt in Erinnerung haben über das Spiel. Bei uns war es aber damals so, wir sind da mit 2 Autos hochgefahren und haben da unterwegs auch schon jede Menge kuriose Geschichten erlebt, irgendwie von einem Auffahrunfall im Linksverkehr, der damit geendet ist, dass alle Beteiligten nachher singen und klatschen im Kreisverkehr standen, bis zu englischen Fans, die wir abends in der Kneipe kennengelernt haben, die uns da zunächst angepöbelt haben, mit denen wir uns dann später aber so gut verstanden haben, dass da einer sich zu uns nach zu Hause eingeladen hat und wo wir dann bis am nächsten Morgen zusammen gefeiert haben. Also durch solche Erlebnisse war es für mich halt nachher auch einfacher, über, sage ich mal, eigentlich weniger interessante Spiele auch was zu schreiben. Und genau das, finde ich, auch macht das Buch eben auch so spannend. Und ja, wie gesagt, es macht einfach Spaß zu leben, weil es halt über den eigentlichen Sportbericht hinausgeht, der ja in den meisten Kapiteln mehr oder weniger ja am Rande nur vorkommt, weil einfach das Drumherum auch einfach so wahnsinnig interessant ist, definitiv. Ja, wir haben uns vorher ja Gedanken gemacht, worüber wir sprechen wollen. Das ganze Buch können wir nicht durchgehen, haben uns ein paar Highlights rausgesucht, in die ich auch einfach mal einsteigen würde. An der Stelle aber auch noch den Hinweis, am Ende wird es auch noch was zu gewinnen geben, lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ja, um es ganz einfach zu machen, haben wir gesagt, dass wir mit der Reise nach Island, der titelgebenden Reise nach Island einsteigen wollen, die du hast es vorhin schon erwähnt, zum einen im Flugzeug machen musstest, die aber wohl auch insgesamt einfach ein richtig, richtig guter Trip war. Aber ich würde sagen, ich überlasse dir das Feld, erzähl doch einfach mal, wie ging es los? Ja, Westmania 1997 war irgendwie ein absolut kultiges Spiel in mehrerlei Hinsicht. Für mich persönlich war es mein erstes internationales Auswärtsspiel mit dem VfB und gleichzeitig auch mein erster Flug, den ich absolviert habe. Wir sind damals mit knapp 30 Leuten mit der Mannschaft geflogen. Und schon im Flugzeug gab es eigentlich diverse lustige Anekdoten, wie zum Beispiel ein Jogi Löw, der damals VfB-Trainer war, der immer mal wieder zu uns Fans kam und geraucht hat. Damals durften wir im Flugzeug noch rauchen.
Weil er eben seiner Mannschaft nicht als schlechtes Vorbild dienen wollte, kam er immer wieder zu uns und hat eben da sich da eine Kippe angezündet. In Island selber waren da natürlich erstmal alle völlig fasziniert von der Landschaft dort und den ganzen Naturschauspielen mit den Geysiren, die da ihre Fontänen durch die Luft geschleudert haben und so. Das war dann auf jeden Fall ja, recht spektakulär. Das Spiel selber war auch absolut was Besonderes. Wir haben ja damals, auch ähnlich wie jetzt, 5 Jahre lang kein UEFA-Cup-Spiel gehabt, beziehungsweise es war UEFA-Cup eine Saison lang mit Spielen in Nordirland und in Israel. Aber das waren damals ja auch sehr, sehr wenige Leute, die da dabei waren. Und richtig UEFA-Cup, sage ich mal, oder Pokalsieger-Cup, was ja dieses Westmanea-Spiel war, war ja ein Spiel im Pokal der Pokalsieger, den es damals noch gab. Das gab es eben 5 Jahre lang nicht mehr davor. Und dadurch war es natürlich schon auch ein Highlight für die Fanszene. Und hinzu kam ja auch noch, dass das Kommando Cannstatt da 6 Monate davor erst gegründet worden ist. Da war dann auch so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung in der Fanszene. Und entsprechend gab es dann auch Aktionen im Stadion. Also wer mein Buch schon gekauft hat, wird es auch sehen. Auf der Rückseite sind auch Bilder drauf. Die einzigen übrigens, im Innenteil gibt es keine Fotos. Da kann ich ja vielleicht später noch was dazu erzählen. Auf jeden Fall gab es da so ein paar Aktionen. Die neue Kommando Cannstatt-Fahne wurde damals präsentiert zum ersten Mal bei dem Spiel. Die schwarze Zaunfahne. Genau, die schwarze Zaunfahne war damals, gab es noch keine Heim- und Auswärtsfahne wie heute. Da gab es eben nur diese eine Zaunfahne und die wurde eben zum ersten Mal präsentiert. Und dazu haben sich dann noch bei dieser Oberkörperfrei-Aktion bei Minusgraden damals 17 Leute da einen schwarzen Buchstaben auf dem Rücken gepinselt, was dann nebeneinander gereiht auch noch Kommando Cannstatt dann ergab. Und das, sage ich mal, wäre heute jetzt nichts Besonderes mehr, so eine Aktion, aber damals waren die Verhältnisse halt noch völlig andere. Ja. Das CC hatte damals einen extrem schweren Stand in der Fanszene gehabt. Mit dem Verein lag man da völlig im Clinch damals. Der Verein hatte Zaunfahren komplett verboten, wegen der angeblich rechtsradikalen Schriftart, wie es damals hieß. Gleichzeitig wurde uns Linksradikalismus unterstellt, weil unser Logo einen RAF-ähnlichen Stern anscheinend hat. Also es war schon ziemlich absurd und zeigt auch, wie schwierig die Anfangszeit war. Und da war eben das Spiel in Island natürlich eine willkommene Gelegenheit, um den Vereinsoberen zu zeigen, was man von ihren Verboten hält. Also dass man dann eben trotzdem einfach so eine Zaunfahne präsentiert oder eben dann den Namen auch auf die nackten Oberkörper schreibt, wenn es sein muss sozusagen. Ja, ja. Und für mich persönlich war das dann eben auch noch ein prägendes Spiel, weil ich da auf dem Flug eben mit heftigem Schwindel zu kämpfen hatte und da schon gemerkt habe, dass ich das Fliegen irgendwie gesundheitlich nicht vertrage. Und nach dem Spiel habe ich dann auch für mich beschlossen, dass ich eben die nächsten Fahrten, auch die nächsten Europacup-Fahrten, die es damals gab, eben nicht mehr im Flugzeug mache, sondern auf dem Landweg. Also von daher war es eigentlich in vielerlei Hinsicht ein besonderes Spiel. Und weil auch damals nur 70 Leute dabei waren und es ja doch ein recht exotischer Gegner war in einem Land, in das man auch nicht alle Tage kommt, war es eben doch in vielerlei Hinsicht eben ein ganz besonderes Spiel. Kann ich absolut nachvollziehen. Wo wir gerade so ein bisschen in dieser Anfangszeit sind, nimm uns doch noch mal ein bisschen mit, wie war denn das, wie war die Fanszene damals organisiert oder nicht organisiert, wie war man da aufgestellt, wie ist es so dazu gekommen, dass sich das Kommando so zusammengefunden hat? Also ich sag mal, in Anfangszeit war es halt so, die Stuttgarter Fanszene war ja Mitte der 90er Jahre jetzt nicht gerade besonders aktiv, ist eigentlich, denke ich, vergleichbar auch mit anderen Kurven in Deutschland. Überall lagen die Kurven eigentlich mehr oder weniger brach. Es ist so eine Lethargie eingeschlichen. Damals waren ja die Stadien sowieso nicht so gut besucht wie heute, dass jetzt alle Spiele ausverkauft sind. Stadien waren halb leer, die Kurven waren halb leer, die Stimmung war äußerst mau. Und besonders bei uns in Stuttgart war das auch extrem. Also das können sich jetzt vielleicht Jüngere heute gar nicht mehr so vorstellen, aber damals war es wirklich so, dass wir zusammen mit Leverkusen in der Bundesliga den Ruf hatten, dass wir ein absoluter Stimmungsfriedhof sind, wo überhaupt nichts geht im Stadion. Ja. Okay. Naja, eine Mannschaft hat sich davon etablieren können. Ja, das kann man so sagen, ja.
Ja. Nee, und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser auch für die damaligen Gründungsmitglieder des Kommando Cannstatt, eben die Gruppe zu gründen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Gründungsmitglied. Ich bin dann erst später in die Gruppe gekommen, auch dann schon 1997 in der Anfangszeit. Und die Gründungsmitglieder haben eben damals dann gesagt, sie wollen jetzt was Neues machen. Damals ging es aber noch gar nicht so sehr in Richtung Ultras oder jetzt mit Einflüssen aus Italien. Das kam dann alles erst später. Damals war eigentlich so eher die Meinung, wir müssen jetzt mal einfach fanmäßig was bewegen, wir müssen uns fanmäßig zusammenschließen. Da gab es auch damals eine große Unzufriedenheit mit den OFCs, mit den offiziellen Fanclubs und mit der ganzen Struktur. Und so ist eigentlich das Kommando Cannstatt entstanden. Das war so ein bisschen damals zumindest auch so ein Gegenpol zu den Fanclubs, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt einfach mal was anderes probieren und auf eine andere Weise versuchen, die Fanclubs zusammenzuschließen. Ja, sehr, sehr spannend, was dann daraus geworden ist. Wenn man sich, ja, wie du es gesagt hast, heute das anschaut, kommt es einem sehr, sehr seltsam vor, daran zurückzudenken an halbleere Stadien auf jeden Fall. Du schreibst ja im Vorwort auch so ein bisschen, wie du so zum VfB gekommen bist, die ersten Spiele und auch die ersten Ausflüge in den A-Block. Wo ich mich auch absolut wiederfinde. Das war auch so ein bisschen tatsächlich mein Weg, der dann allerdings nicht so in Richtung der organisierten Fanszene abgebogen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe diese Zeit noch sehr gut vor Augen, auf jeden Fall. Ja, nee, das ist, geht mir genauso. Also ich finde, man muss da ein bisschen unterscheiden so zwischen Fußball und der Fanszene. Das ist auch oft das, die Leute fragen mich auch oft, ja, früher waren die Zeiten jetzt besser oder schlechter oder diese Meinung, früher war alles besser, gibt es ja auch oft. Ich sage dann eigentlich immer, man muss das ein bisschen differenzieren. Also was jetzt die Entwicklung, vom Fußball angeht, sehe ich das eigentlich genauso, dass da früher eben sehr vieles besser und schöner war für den Fan. Ja, hat man in schönen alten Stadien gespielt, anstatt in so modernen Arenen, gab es kein Event, kein nerviges Rahmenprogramm, keine rumkrakehlenden Stadionsprecher, die ihren Job mit einer Hüttengaudi verwechseln. Das finde ich persönlich einfach, oder ich fand es damals einfach angenehmer, den Stadionbesuch an sich. Und diese ganze Kommerzialisierung, muss ich auch ehrlich sagen, die nimmt mir inzwischen auch einen großen Teil meiner Freude am Fußball. Aber was die Fanszene angeht, da wehre ich mich halt immer ein bisschen gegen die Aussage, früher war alles besser, weil, wie gesagt, vor 20 Jahren war die Stimmung in Stuttgart im Stadion einfach richtig schlecht. Das habe ich selber miterlebt, da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Und wenn man das jetzt mal mit heute vergleicht und heute die Cannstatter Kurve anschaut, dann muss man einfach sagen, dass wir da einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht haben. Und heute schauen andere Kurven mit Respekt nach Stuttgart, was da alles passiert und was wir da aufgebaut haben und was wir da für eine Stimmung haben. Oder Beispiel Karawane und solche Sachen. Ja, das wäre vor 20 Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen. Ja, also bin ich absolut dabei. Bei dir im Buch kommt ja auch in anderen Reisen, weil da kommen wir später noch drauf, du bist ja auch nicht nur im Zeichen des VfB unterwegs gewesen, sondern hast auch Nationalmannschaftsspiele gesehen und vor allem natürlich auch viel in Italien. Was da aber auch immer wieder so ein bisschen rauskommt, was du da auch schön beschreibst, ist eben, wie sich der Fußball und das Ganze drumherum dann eben auch gewandelt hat über die Jahre. Wie du es gerade auch schon so ein bisschen gesagt hast, so in Richtung Eventisierung, das Eventpublikum, das kommt, wo der Fußball ein bisschen in den Hintergrund rückt und das drumherum wichtiger wird. Sehe ich aber auch genauso, das ist definitiv eine Entwicklung, die man sehr, sehr negativ, also ich zumindest für mich auch sehr negativ bewerte. Ja, das ist definitiv so. Also Stichwort Nationalmannschaft auch, weil ich da auch ein paar Reisen beschreibe mit der Nationalmannschaft früher. Das haben heute sicherlich auch einige vergessen, aber in den 90er Jahren gab es da ja auch noch eine richtige Fankultur. Es war jetzt gar nicht so arg viel anders eigentlich wie bei den Vereinen. Es sind in der Anfangszeit auch noch viele Ultras sogar zur Nationalmannschaft gefahren.
Das ist heute jetzt völlig unvorstellbar. Heute ist ein komplett anderes Publikum im Stadion. Ja. Und es hat sich halt schon ganz extrem gewandelt. Und zum Glück ist es jetzt in der Bundesliga noch nicht ganz so schlimm. Und das hat eben schon auch meiner Meinung nach viel mit den Ultras zu tun, die da eben auch einen Kontrapunkt setzen zu dieser ganzen kommerziellen Entwicklung. Und sich auch, man hat es jetzt auch erst wieder gegen Augsburg gesehen, mit entsprechenden Protestaktionen und so weiter auch ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Und da stehen ja auch ganz viele normale Fans in der Kurve dahinter. Genau, absolut. Das ist so, gerade das Beispiel hat gezeigt, zum einen, ich fand den Stimmungsprotest oder wie man es auch mal nennen will, absolut gerechtfertigt. Das Schöne ist, man sieht ja auch, dass es durchaus auch was bringt. Jetzt wurde ja vorhin noch, hat sich die Meldung verbreitet, dass auch die zweite Liga die Montagsspiele abschaffen will. Klar muss man mal gucken, wo die dann hinwandern, aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach ein gutes Signal, dass das eben da das auch noch ein Hebel ist, um auch was zu erreichen. Du hast ja vorhin gesagt, du bist im Flugzeug geflogen. Das war nicht ganz so erfolgreich. War dann im weiteren Verlauf eigentlich Fluch und Segen zugleich, wenn ich es mir so im Buch angucke, weil klar, die Anreisen waren länger, aber es gab auch viel, viel mehr zu erzählen durch die Zugfahrten, die dann da vor dir standen. Das ist definitiv richtig. Also am Anfang habe ich mich da natürlich ziemlich geärgert und habe gedacht, da kann ich ja jetzt viele Sachen auch gar nicht mehr machen und kann viele Ziele auch gar nicht mehr erreichen. Und habe dann eigentlich, nachdem das dann damals war, 1997 auf dem Flug nach Island, mir dann trotzdem gesagt, okay, jetzt fahre ich halt einfach mit dem Zug oder mit dem Auto zu den Spielen. Und dann kam ja schon ein paar Monate später dann eben das Spiel in Moskau, das Europapokal-Halbfinale, wo eben dann natürlich schon auch die Frage stand, ja, wie komme ich jetzt dahin? Und dann habe ich halt mir gesagt, okay, ich frage mal rum in der Fanszene, habe dann auch relativ schnell zwei Mitstreiter gefunden, die da mit mir mit dem Zug zusammen hinfahren wollten. Freunde und Eltern haben natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, so nach dem Motto, um Gottes Willen, der kommt entweder gar nicht an oder landet irgendwo im sibirischen Arbeitslager, ja. Ja, klar. Letztendlich im Nachhinein, wie du sagst, ja, war's dann eben Fluch und Segen zugleich. Es war natürlich eine sehr beschwerliche Anreise, alles sehr umständlich, hat eine ganze Woche Urlaub gebraucht, aber die Erlebnisse von der Fahrt damals, die waren einfach auch unvergesslich und deswegen ist diese Tour auch eins von meinen Highlights, auch im Buch für mich persönlich. Kann man kurz erzählen, wir waren damals eben ich war damals mit den zwei Mitstreitern eine Woche lang unterwegs. Wir haben da noch eine Groundhopping-Tour gemacht davor über Tschechien, Slowakei, Ungarn, haben da Spiele angeschaut noch und sind dann weitergefahren mit dem Zug über Polen und Weißrussland, dann nach Russland. Und die Spiele und das Ganze drumherum war natürlich auch schon recht interessant, auch schon viele schöne Erlebnisse gehabt. Und in Weißrussland, das war natürlich dann eine ganz andere Welt, als wir da eingereist sind. Komplett anderes Land, andere Schrift, andere Sprache. Und es war dann auch so, dass wir dann unsere Pässe zeigen mussten, natürlich an der Grenze. Und ich hatte eben nur einen vorläufigen Reisepass damals, während meine beiden Kollegen einen richtigen Reisepass hatten und meiner war eben grün und die Pässe von den zwei anderen waren rot und der Grenzbeamte dort, der weder Englisch noch Deutsch gesprochen hat, hat immer wieder dann mit dem Finger auf diese Pässe gedeutet und gemeint, warum der eine jetzt grün wäre und der andere rot und dachte eben immer, dass meiner gefälscht sei und da habe ich natürlich dann schon auch ein bisschen Angst gehabt, dass der mich dann da rausschmeißt und dass ich da irgendwie aus dem Zug rausfliege. Letztendlich sind wir dann gut nach Moskau gekommen damals und sind dann erstmal von heftigem Schneefall überrascht worden. Da stand das Spiel anscheinend auch kurz vor der Absage, was wir damals allerdings zum Glück nicht mitbekommen haben, weil es damals ja auch noch keine Smartphones und keine Handys gab. Zumindest waren sie noch nicht verbreitet, die Handys. Und wir sind dann eigentlich dann da in Moskau unterwegs gewesen, haben noch ein bisschen den Roten Platz angeschaut und haben uns da abends auch noch dann mit den anderen, die mit dem Flugzeug angereist sind, da getroffen. Und am nächsten Tag war dann halt das Spiel und
Das war ja schon auch ein sehr wichtiges Spiel von VfB. Das war immerhin das Europapokal-Halbfinale. VfB hatte daheim 1-0 schon gewonnen, das Hinspiel. Und vor 14.500 Zuschauern übrigens, also heute auch absolut unvorstellbar in einem Halbfinale, ja. Dann im Stadion selber war es auch eine recht skurrile Atmosphäre, weil das ganze Stadion voll war mit Soldaten, mit Maschinengewehren. Also da gab es jetzt nicht die klassischen Ordner wie bei uns, sondern das wurde eben alles komplett von Soldaten organisiert, die ganze Sicherheit dort. Und die haben dann auch recht rabiat dann russische Fans rausgeschmissen, die irgendwie gepöbelt haben oder die alkoholisiert waren. Also die haben da recht massiv durchgegriffen. Wir haben damals dann das Spiel recht souverän 1-0 gewonnen. Schlusspfiff dann, haben uns natürlich riesig gefreut, dass wir im Europapokalfinale stehen. Das war natürlich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, was man jetzt mit unserem Verein nicht alle Tage erlebt. Und definitiv. Ja, wer weiß, ob wir es jemals wieder erleben werden. Ja. Auf jeden Fall, nachdem das Spiel dann vorbei war, sind dann die Leute, die mit dem Flugzeug angereist sind, dann mit einem Shuttlebus zurück in die Stadt gebracht worden. Und wir drei Zugfahrer hatten aber das Problem, dass wir zum Bahnhof mussten, weil unser Zug noch am selben Abend zurückgefahren ist. Und ja, das war dann auch recht abenteuerlich. Wir sind dann irgendwie über die Laufbahn eskortiert worden und haben uns da hinter der Haupttribüne unter die russischen Fans gemischt. Die waren völlig frustriert natürlich, weil sie da ausgeschieden sind und haben die halbe U-Bahn zerlegt. Und das war dann alles recht chaotisch. Und da waren wir natürlich dann schon auch recht froh, dass uns da keiner angesprochen hat und gefragt hat, wo wir herkommen. Sonst wäre es vielleicht auch etwas unschön für uns ausgegangen. Auf jeden Fall war das halt natürlich ein echt besonderes Spiel. Und ist mir auch durch die ganze lange Fahrt mit dem Zug und das Ganze drumherum eben auch bis heute immer als besonderes Erlebnis in Erinnerung geblieben. Absolut. Also ich meine, mit dem Zug nach Moskau zu fahren, das hat an sich ja schon Geschichtenpotenzial. So wie du es auch beschreibst, gerade auch so, was so das Umfeld angeht mit den Fans und wie man danach dann doch, kann ich mir vorstellen, tatsächlich auch Bammel hatte, ja, dass da niemand einen schief anguckt. Auch das ist ja, wird man ja heute so wahrscheinlich kaum noch erleben. Ja, ich sag mal, das war halt auch eine ganz andere Zeit als heute. Wir haben auch davor schon, wie gesagt, als wir diese Groundhopping-Tour da gemacht haben durch Ungarn, Tschechien und so, haben wir da auch schon Spiele erlebt. Da hat im Stadion zum Beispiel auch kein Mensch kontrolliert. Die Leute sind da mit Schnapsflaschen unterm Arm reingelaufen, einer ist mit dem Fahrrad reingefahren. Das war, man hat irgendwie, glaube ich, umgerechnet, eine Mark Eintritt bezahlt. Also es war einfach eine komplett andere Zeit und entsprechend auch so das Ganze drumherum, diese Sachen wie Fantrennung und so, das gab es alles überhaupt nicht oder nur in geringem Maße. Also es war ja einfach eine komplett andere Zeit, die man mit heute auch nicht mehr vergleichen kann. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, was aber auch, was du im Buch immer wieder schreibst, ist so ein bisschen auch, wenn du die Stadien beschreibst, wie du sie damals erlebt hast. Du hast es vorhin auch schon mal kurz gesagt, dass halt, da gab es noch Stadien, die hatten Charakter, die waren vielleicht auch alt, die waren auch ein bisschen marode vielleicht schon, aber eben nicht diese modernen Glas-, Stahl-, Betonpaläste, ja, sondern eben Stadien mit Charakter und ich glaube, das trägt halt dann auch nochmal zu dieser besonderen Stimmung bei, die man dann irgendwie so aufnimmt, wenn man diese Reisen macht, kann ich mir vorstellen zumindest. Ja, auf jeden Fall. Also gut, ich muss sagen, man muss ja schon ehrlich sein. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt heute nochmal im alten Neckarstadion oder in sonstigen alten Stadien spielen will, die komplett unüberdacht sind und wo man sich dann 90 Minuten lang einen Regen auf den Kopf prasseln lassen muss oder wenn es schneit oder sowas. Da ist man dann ja doch, zumindest wenn man ein bisschen älter wird, ja auch ganz froh, wenn man ein bisschen Komfort hat. Aber wenn man jetzt sich mal die Bundesliga-Stadien anschaut, dann ist halt doch mit der ganzen Kommerzialisierung ziemlich extrem geworden, ja, auch mit dem ganzen Rahmenprogramm und mit diesem ganzen Eventcharakter, den es gibt. Da haben mir eben diese alten Stadien immer noch viel besser gefallen. Und man merkt es auch heute oder die letzten Jahre, wenn wir mal so Spiele haben, wie zum Beispiel im Pokal in Homburg, da sagen nachher alle, das war echt ein geniales Spiel, so ein schönes altes Stadion und einfach die Atmosphäre noch, wie es früher in den 90er Jahren war, ohne Kommerz, ohne Rahmenprogramm, einfach nur Fußball pur.
Das war einfach ein schönes Erlebnis. Und wie du auch sagtest, die Stadien haben einfach noch Charakter gehabt. Da war jedes Stadion anders. Man wusste sofort, ob man jetzt in Hannover, in Bochum oder in München im Stadion steht. Heute kann man die Stadien oftmals gar nicht mehr richtig unterscheiden, wenn man sich die anschaut. Ja, das ist so. Eine große Liebe beschreibst du auch in deinem Buch, in einigen Kapiteln. Das ist Bella Italia. Da geht es nicht notwendigerweise um den VfB, aber du hast ganz viel von dem Land und der Fußballkultur aufgesogen. Nimm uns doch mal mit nach Italien. Italien war für mich eigentlich schon immer so das Sehnsuchtsland schlechthin. Das fing eigentlich schon als kleines Kind an. Bin ich immer mit den Eltern damals auf einen Campingurlaub nach Italien gefahren. Und das hat mir schon damals irgendwie immer so gefallen. Die Menschen, die Mentalität da, die Sprache, alles, was dazugehört, hat mir einfach besonders immer zugesagt. Und da habe ich mich dann auch immer schon als kleiner Junge immer auf die Urlaube eben gefreut in Italien. Später habe ich dann durch einen Sprachkurs an der Volkshochschule auch ein bisschen Italienisch gelernt und konnte mich dann eben auch ein bisschen verständigen. Und mein erstes Spiel in Italien habe ich dann im Herbst 1998 erlebt. Das war ein Heimspiel von Sampdoria Genua. Da sind wir damals mit ein paar Stuttgartern im Auto runtergefahren und haben uns das Spiel angeschaut. Und als ich da im Stadion war, da ist mir echt erstmal die Kinnlade runtergefallen, als ich es gesehen habe. Ja, das war einfach der Wahnsinn. Eine ganze Kurve voller Fahnen, laute Gesänge, Pyro. Das war einfach wahnsinnig faszinierend und war einfach eine komplett andere Atmosphäre als in Deutschland damals, ja, wo die Ultras-Bewegung ja noch ganz am Anfang stand. Und das hat mich dann einfach sofort irgendwie elektrisiert. Und da musste ich auch gleich irgendwie dann ein paar Monate später wieder runterfahren. Das war dann Ende 1998, da war Römer Derby. Und das war natürlich ein absolutes Highlight. Also damals war es so, auch wenn man Italien-Kenner gefragt hat, was denn eigentlich das beste Spiel in Italien ist, hat es immer geheißen, entweder Römer Derby oder Genueser Derby. Das war also eins von den zwei absoluten Highlight-Spielen. Und das hat sich dann absolut bestätigt, auch als wir dann da waren. Also es war zwei wirklich völlig durchdrehende Kurven, die da eine wahnsinnige Stimmung gemacht haben. Lazio hatte noch eine Choreo gemacht und Roma hatte eine riesen Pyro-Show gemacht, wo sie das halbe Stadion abgefackelt haben. Und es war auch einfach wieder so ein absolut besonderes Erlebnis für mich, was mich damit total fasziniert hat. Und das hat mich eben bis heute dann auch gar nicht mehr losgelassen. Also ich bin da inzwischen unzählige Male runtergefahren, habe mir da immer wieder Spiele angeschaut. Inzwischen, glaube ich, weit über 30 Spiele in 20 verschiedenen Stadien. Und was für mich auch immer was ganz Besonderes war und auch noch ist, sind halt die Spiele in Cesena auch, mit denen wir befreundet sind. Inzwischen war ich schon ein paar Jahre nicht mehr unten, aber ich habe es mir jetzt auch fest vorgenommen, für nächstes Jahr mal wieder hinzufahren. Das macht es halt insofern besonders dort, weil durch die Freundschaft hat man halt nochmal einen ganz anderen Einblick auch in die dortige Szene und auch in die ganze Ultras-Kultur, die ja in Italien doch nochmal einen anderen Stellenwert hat als in Deutschland. Also die Ultras spielen da auch in der Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle. Da werden teilweise Straßenfeste mit mehreren tausend Leuten organisiert und solche Geschichten. Eben dadurch, dass die Ultras-Bewegung dort schon 40 Jahre oder länger existiert und da eben natürlich ganz anders verankert ist auch in der Gesellschaft als in Deutschland. Dort haben wir dann auch so in Stuttgart eben durch diese Besuche dort dieses generationenübergreifende auch ein bisschen mitgenommen zu uns, dass wir Ultras, also vom Kommando Cannstatt eben, nicht als Jugendbewegung sehen, sondern mehr so als Lebensstil, ja, der vom 18-Jährigen bis zum 60-Jährigen alle vereint. Dadurch ist dann auch das Motto vom CC entstanden, mit Ultras sein heißt Ultras bleiben, was wir da zu unserem Jubiläum auch nach außen vertreten haben. Und das sind halt auch so Dinge, die wir auch aus Cesena eben mitgenommen haben. Und für mich ist es auch heute noch so, wenn ich nach Italien fahre und ein Spiel anschaue, sei es jetzt in Cesena oder anderswo, da kann ich halt für mich auch immer wahnsinnig viel mitnehmen und macht immer noch riesig Spaß. Also ist halt einfach eine Leidenschaft von mir. Die du auch im Buch wirklich so beschreibst, dass man selber Bock hat, ins Auto zu steigen und sich das Ganze tatsächlich mal anzuschauen, absolut.
Was waren so deine Highlights auf den Italienfahrten, außer den zwei genannten Partien? Oh, da gab es sicherlich viele. Das ist jetzt schwer, das irgendwie auf einzelne Spiele runterzubrechen. Es kommt natürlich da auch wieder darauf an, aus welcher Hinsicht man das betrachtet. Wenn man jetzt nur das Stadionerlebnis nimmt, dann war sicherlich auch das Derby in Genua, was ich dann später im Jahr 2002 dann gesehen habe, nachdem ich 98 das erste Mal unten war, war sicherlich auch ein Highlight. Ja, da ja, war auch eine absolut krasse Atmosphäre, obwohl es jetzt damals nur zweite Liga war. Da hat eben Sampdoria und Genua, die beiden Vereine in Genua, eben nur zweite Liga gespielt zu dem Zeitpunkt. Das war auch noch Montagabends dann das Spiel. Und trotzdem war es eben ein absolutes Highlight. Also eine ziemlich beeindruckende Choreo erstmal von Genua damals. Von Sampdoria auch eine Aktion in der Kurve und dann eben die Stimmung. Die war halt einfach absolut faszinierend. Also man kannte das ja auch aus Deutschland immer nur, dass halt die zwei Kurven Stimmung machen. Und da war es dann halt wirklich so, dass das ganze Stadion komplett mitgemacht hat. Und auch wenn man sich die Kurven anschaut, dann ist ja überall so, es gibt Höhen und Tiefen bei einem Spiel. Mal wird es lauter, mal wird es leiser. Wenn man irgendwie in Führung geht, wird es natürlich lauter. Wenn man zurückliegt, wird es ein bisschen leiser. Und dann gibt es noch wieder ein paar Durchhänger, dann machen wieder alle mit. Und bei dem Spiel war es halt wirklich so, dass beide Kurven da 90 Minuten lang mit wirklich 100% Beteiligung gesungen haben, von der ersten bis zur letzten Reihe und Fahnen geschwenkt und da ja halt total abgegangen sind. Und das war wirklich auch bis heute noch eins von beeindruckendsten Spielen für mich in Italien. Aber es gab natürlich auch noch viele mehr. Also ich will das auch gar nicht immer nur auf die alte Zeit da beschränken. Ich war jetzt erst dieses Jahr im Mai nochmal in Italien unten und habe mir ein Spiel von Bari in Süditalien unten angeschaut, weil da wollte ich eigentlich auch schon immer mal gern hin. War ja auch ein WM-Stadion 90, auch eins von größeren Stadien in Italien. Und das war jetzt auch kein Derby oder irgendwas, war ein ganz normales Spiel. Aber fand ich jetzt trotzdem auch ganz beeindruckend, weil das war eine absolut tolle Stimmung, was jetzt auch heutzutage auch nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist in Italien, weil es ja auch durch die Repressionen, die es dort gab, in vielen Kurven auch Einschnitte gab, obwohl es jetzt inzwischen auch wieder besser wird. Aber so eine Zeit lang hat es eben das ganze Stadionerlebnis in Italien auch ziemlich getrübt immer und hat auch ziemlich auf die Stimmung durchgeschlagen in Stadien. Und da in Bari war es eben jetzt dieses Jahr bei dem Spiel, bei dem ich war, ziemlich gut wieder, auch eine tolle Kurve, muss man echt sagen, schöne Lieder gesungen und war auch echt ein tolles Erlebnis. Also gab schon recht viele Spiele in Italien, bei denen ich sage, das waren jetzt schon Highlights. Wenn man nur in ein Stadion gehen kann in Italien, welches würdest du empfehlen? Eigentlich müsste ich jetzt sagen Cesena, ja, weil mit den Jungs sind wir ja befreundet und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil es auch echt ein besonderes Stadion ist in Italien, auch sehr eng gebaut, eigentlich so ein bisschen von der Bauweise eher englisch, ja. Aber ja, vom Stadion, von der Stadionatmosphäre her natürlich klassisch italienisch. Mich persönlich hat da auch eben Genua ziemlich beeinflusst damals, wenn man jetzt rein mal nur das Stadion sieht, weil es eben von der Bauweise her und auch von der Lage direkt mitten in der Stadt echt was Besonderes ist. Ja, das wurde ja 1990 zur WM neu gebaut und es sieht aber aus, als ob es schon seit 100 Jahren irgendwie unverändert an der gleichen Stelle steht. Das hat einfach so eine ganz besondere Atmosphäre für mich. Von daher würde ich sagen, eigentlich schon Genua. Okay, dann haben sich das hoffentlich alle notiert und planen die nächste Reise, wenn mal wieder was ansteht. Ja, vom schönen Italien sind es ja nur einige Kilometer weiter gen Osten, wo wir dann ins Nachbarland nach Kroatien kommen, was wir uns auch so ein bisschen als Schlusspunkt der kurzen Reise gesetzt haben, nämlich letzte Runde in Rijeka. Das bis dato letzte internationale Spiel des VfB. Ich war ja seinerzeit tatsächlich zu dieser Zeit auch in Kroatien im Urlaub, 40 Kilometer südlich, und habe noch hin und her überlegt, soll ich da hingehen oder soll ich es nicht machen. Hätte sich die angeboten, habe dann aber darauf verzichtet. Hätte ich gewusst, dass man danach nicht mehr international fahren kann, hätte ich mich da vielleicht auch anders entschieden. Aber ja, das war der Schlusspunkt, wie gesagt. Wie hast du den denn erlebt?
Also zunächst hatte ich ja gehofft, nach der letzten Saison, dass ich als Abschluss von meinem Buch noch ein internationales Spiel aus dem Jahr 2018 dazu bekomme. Aber das hat sich ja leider nicht erfüllt, ja, nachdem der schwächelnde FC Bayern im Pokalfinale mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So war es dann eben Rijeka 2013, das bisher letzte internationale VfB-Spiel. Und für mich auch eines der Highlights, muss ich sagen, meiner Europapokalspiele mit dem VfB. Ganz einfach, weil an dem Tag im Prinzip alles gepasst hat. Ja? Das Wetter, das Stadion, die Stimmung. Also es war super, super Wetter im Sommer in einem super genialen Stadion direkt am Meer, wo die Leute vorm Spiel da noch kurz baden konnten und dann im Prinzip direkt rüber in den Block rein sind. Stimmung war auch fantastisch auf beiden Seiten, muss man sagen. Also auch bei den kroatischen Fans sind zum Teil alle Tribünen komplett abgegangen und haben da Stimmung gemacht. Also war echt eine tolle Atmosphäre. Wir hatten da bei dem Spiel auch Besuch eben von unseren Freunden aus Cesena, die mit einem ganzen Bus angereist sind. War natürlich auch toll, dann die da wiederzusehen. Und wo wir es eben gerade von den alten Stadien auch hatten, ja, dass das dieses Cantrida-Stadion, wo das Spiel stattgefunden hat, was ja inzwischen leider stillgelegt ist, war halt auch allein von der Lage her für mich eines der schönsten Stadien, was ich bisher gesehen habe. Ja, direkt an einem Felsen gelegen, wenn man da hochgelaufen ist vorm Spiel, konnte man von diesem Felsen oben über die Adria schauen und unten war dann eben der Rasen und das war einfach alles richtig genial. Das Einzige, was halt typisch VfB mal wieder nicht gepasst hat, war das Sportliche. Ja. Spiel war eine Katastrophe. Wir sind dann ja im Rückspiel auch ausgeschieden. Aber eben alles andere drumherum war wirklich richtig gut. Und was bei mir persönlich dann noch dazu kam, ich bin da mit einem Kollegen zusammen unterwegs gewesen, haben da übernachtet dann nach dem Spiel und sind am nächsten Tag dann noch nach Bihać in Bosnien gefahren. Da haben wir so einen Tagesausflug gemacht, wollten uns da ein bisschen die Stadt anschauen. Und das war dann auch noch eine sehr einprägsame Erfahrung. Also wir sind erst mal hingefahren und das Navi hat uns da 200 Kilometer veranschlagt oder 4 Stunden veranschlagt für eine 200 Kilometer lange Strecke. Und haben uns schon gewundert, warum man das so lange braucht. Und als wir da dann irgendwie über die Straßen gefahren sind, hat uns dann gar nichts mehr gewundert, weil das dann wirklich abenteuerliche Serpentinen waren mit so kleinen Feldwegen, die da durch die Berge geführt haben. Und also eine ziemlich abenteuerliche Strecke, die wir da gefahren sind. Im Grenzgebiet dann dort, an der Grenze nach Bosnien, hat alles noch so ausgesehen wie zu Kriegszeiten in den 90er Jahren. Also überall zerbombte Häuser mit Einschusslöchern und Minenwarnschilder am Straßenrand und sowas. Also es war dann schon auch, wie soll man sagen, ziemlich faszinierend und zugleich auch erschütternd, wenn man das da gesehen hat. In Bihać dann haben wir uns dann die Stadt eben angeschaut. Ist auch eine sehr interessante Stadt mit einer leider sehr traurigen Historie. Bihać war ja im Bosnienkrieg in den 90ern eine der meistumkämpftesten Städte, teilweise komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vorm Krieg waren 60% der Einwohner muslimische Bosniaken, der Rest waren Serben und Kroaten. Und nach dem Krieg waren es dann eben über 90% muslimische Bosniaken. Das heißt, daran sieht man auch, wie stark der Krieg dort eben die Bevölkerung und die Städte auch verändert hat. Und für solche geschichtlichen Sachen habe ich mich halt auch persönlich auch schon immer interessiert. Deswegen fand ich das da auch hochinteressant. Und auf der Rückfahrt gab es dann auch noch eine lustige Anekdote. Da sind wir dann irgendwie über diese komische Strecke da durch die Berge wieder zurückgefahren. Und an einem Steilhang, wo wir da hochfahren mussten, stand dann plötzlich ein Esel auf der Straße und hat uns nicht mehr weiterfahren lassen. Und dann sind wir gerade noch so irgendwie um den rumgekommen, hätten den da beinahe noch überfahren. Und das hat die Mietwagenfirma, glaube ich, dann auch nicht so lustig gefunden, weil wir da mit dem Auto eigentlich gar nicht hätten einreisen dürfen. Also waren dann halt auch wieder so kleinere Erlebnisse am Rande, die da die Reise irgendwie zu was Speziellem gemacht haben. Und wie du es auch am Anfang schon sagtest, weil es eben auch das letzte internationale Spiel war mit dem VfB, war es eben auch nochmal was Besonderes. Und ich habe mir das da genauso mir gedacht, dann, wie du damals, dass du dich da jetzt geärgert hast, dass du nicht dabei warst da in Rijeka. Gingen wir zum Beispiel bei dem Spiel davor genauso. Wir haben ja da davor gegen Plovdiv gespielt in Bulgarien. Und da habe ich mir noch gesagt, ja,
da lieber mal ein bisschen Urlaub sparen und vielleicht dann für die nächsten Spiele dann. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, wäre ich da bloß mit dabei gewesen, ja, weil danach gab es dann jahrelang keine Gelegenheit mehr, international zu fahren. Und ja, jetzt war es halt das letzte Spiel bis heute und im Moment sieht es ja leider auch nicht gerade danach aus, dass wir bald wieder in Europa spielen. Leider nicht, ja. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen, tatsächlich. Das meiste werden wir schon beantwortet haben. Zwei würde ich mal noch rausziehen. Das eine hat Tobias gefragt auf Facebook. Was war deine verrückteste oder lustigste Situation bei einem der Spiele? Ja, da gab es natürlich auch viele. Ich sage mal, in die Kategorie lustig passt eigentlich am ehesten die Länderspielreise, die ich in meinem Buch drin habe, nach Nordirland mit dem Fanclub Betzinger Wölfe. Dazu muss man sagen, das ist ein sehr rustikaler, alter Fanclub, der mit blauen Bomberjacken mit goldener Aufschrift rumläuft und eigentlich aus jeder Menschenmenge sofort raussticht. Die Jungs verständigen sich auch im Ausland grundsätzlich nur auf Schwäbisch, zumindest war es damals so. So ist recht. Ja, so ist recht, genau. Oder wie es dann eben in Nordirland war, so, hey du Dackel, wo geht's da zum Stadion? Und das war dann halt, ja, dadurch kam es dann natürlich auch zu diversen lustigen und skurrilen Situationen. Wie zum Beispiel, als wir da dann in Belfast in der Innenstadt waren und nach dem Weg zur Jugendherberge gefragt haben, natürlich auch wieder auf Schwäbisch und der Angesprochene hat uns natürlich nicht verstanden. Da sind auch erstmal ein paar Bierdosen dann aus der Beifahrertür gefallen, als der Kollege ausgestiegen ist. Und dazu muss man sagen, dass es halt in Belfast ein striktes Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gibt. Und irgendwann hat es dann die halbe Fußgängerzone angestarrt, als wäre gerade eine Besatzung Außerirdischer gelandet. Also das war schon eine sehr, sehr lustige Fahrt und sicherlich auch ein Highlight, auch wenn es jetzt kein VfB-Spiel war. Nee, aber man kann sich es auch in der Beschreibung schon sehr rustikal, wie du es gesagt hast, vorstellen. Definitiv. Eine zweite Frage, die noch kam, das klingt für mich schon ein bisschen nach Insider, von Georg. Frag ihn, ob er seinen Kadett würdevoll entsorgt hat, in Anführungszeichen. Was steckt da dahinter? Dazu müsste ich eigentlich eine Gegenfrage stellen. Meint er meinen ersten oder meinen zweiten Kadett? Der erste Kadett ist auf dem Schrottplatz gelandet. Den zweiten habe ich für 200 Mark an drei Jugoslawen damals verscherbelt. Die hatten sich dann noch beschwert, irgendwie, weil kein Autoradio drin war, obwohl das in der Anzeige drin stand. Ja. Und mein Vater, der damals mit dabei war, hat er nur noch gemeint, ihr seht da nicht so aus, als ob ihr wenige Autoradios daheim hättet. Und die haben dann gelacht und fanden es dann ganz witzig und sind dann einfach losgefahren. Das war dann sozusagen der Abschied von meinem zweiten Kadett. Dann, wer ich auch immer dann gemeint war, hat auf jeden Fall für beide die Antwort bekommen. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir viel in der Vergangenheit geschwelgt. Lass uns doch wenigstens kurz mal noch so ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen, dass wir international nicht so schnell wieder sehen werden. Scheint irgendwie schon klar zu sein. Aber ja, was hältst du denn aktuell von unserem VfB? Im Moment erlebt man natürlich wieder eine sehr schwierige Situation. Ja. Das Ganze erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Saison 2013-14, wo der VfB ja damals mit unglaublichen 32 Punkten am Schluss doch noch einen Klassenerhalt geschafft hat. Der HSV sogar mit noch unglaublicheren 27 Punkten einen Relegationsplatz. Ja. Aber damals sind wir ja eigentlich auch nur deswegen drin geblieben, weil es mit Nürnberg und Braunschweig zwei noch schlechtere Mannschaften gab. Und ein bisschen erinnert mich das diese Saison auch dran, wenn ich jetzt Vereine wie Düsseldorf, Nürnberg oder Hannover anschaue. Da habe ich dann zumindest mal die Hoffnung, dass wir da am Schluss vor solchen Vereinen stehen. Ja. Rein von der Qualität her, von der Mannschaft müssten wir das eigentlich auch. Aber ja, letztendlich gibt es auch keine Garantie. Und müssen wir mal schauen, jetzt wie die nächsten Spiele dann bis zur Winterpause auch noch laufen. Hast du denn,
eine gewisse Hoffnung oder ja, Vertrauen, wie auch immer man es formulieren will, dass Markus Weinzierl da das in die richtige Richtung lenken kann? Ja, was heißt Vertrauen? Also ich glaube grundsätzlich nicht, dass es am Trainer liegt. Ja? Sonst hätten wir da bei 11 Trainern in den letzten 5 Jahren ja auch irgendwann mal Erfolg haben müssen. Mhm. Wird ja gerade viel diskutiert hier mit ob es jetzt der richtige Trainer ist oder auch mit dem Manager und so. Ich persönlich sehe es eigentlich so, dass die Fehler eigentlich ganz oben gemacht worden sind. Ja? Und dafür trägt letztendlich dann auch der Präsident die Verantwortung, der meiner Meinung nach von der Presse eigentlich viel zu wenig kritisiert wird. Es geht immer nur um die Mannschaft, um Trainer, teilweise auch um Manager, der natürlich auch irgendwo zu Recht in der Kritik steht. Aber die Verantwortung für die jetzige Konstellation, dass eben auch nichts zusammenpasst, dass man da einen völlig wild zusammengewürfelten Haufen auf dem Platz stehen haben, mit 2 verschiedenen Managern in den letzten Jahren. Der eine hat auf junge Wilde gesetzt, der andere eben jetzt auf Erfahrung. Und da sieht man dann irgendwo halt auch, dass es scheinbar nicht zusammenpasst. Und für diese ganze Geschichte trägt dann letztendlich auch der Präsident die Verantwortung. Und mit dem Trainer hat es meiner Meinung nach relativ wenig zu tun. Also ich weiß nicht, ob jetzt ein Taifun Korkut oder ein Markus Weinzierl der bessere Trainer für die Mannschaft ist oder ob wir jetzt das Augsburg-Spiel mit dem Korkut auch gewonnen hätten oder verloren hätten. Das ist ja schwierig zu beantworten. Ja, wenn wir die Antwort wüssten, dann könnten wir auch ein Amt beim VfB bekleiden und den mal wieder in höhere Sphären führen. Ich bin aber tatsächlich dabei, was du sagst, dass da ja im Management, im Top-Management, im Verein oder auch der AG, muss man ja mittlerweile sagen, Fehler gemacht wurden. Ich hatte in einem meiner letzten Beiträge ja unter anderem auch für mich daher hergeleitet, dass ich den Herrn Dietrich doch zum Rücktritt auffordere, quasi. Ich hatte gestern dann das Vergnügen, auch bei einer Veranstaltung von den Stuttgarter Nachrichten zu sein, Foyer, wo Dietrich da war, Gomez da war und auch Uli Hoeneß da war. Und da hat man dann auch wieder gesehen, dass Dietrich doch da relativ viel unwidersprochen Dinge auch äußern kann, die einfach nicht wahr sind und damit wenig Gegenwehr rechnen muss. Es sind ein paar kritische Fragen durchaus auch gestellt worden, das muss man schon sagen, moderiert hat es der Günther Banner, aber allgemein ist es ja so, die Presselandschaft in Stuttgart glänzt da nicht immer durch besonders investigativen Journalismus oder kritisches Nachfragen, bin ich absolut dabei. Ja, ich meine, letztendlich macht auch jeder Fehler, ja. Auch ein Herr Dietrich macht sicherlich Fehler und da muss man nicht alles irgendwie auf die Goldwaage legen. Aber wenn man es jetzt mal so sieht, was uns Fans damals bei der Ausgliederung versprochen worden ist, ja, mit Stichwort Ja zum Erfolg, ja, letztendlich ist jetzt aber genau das eingetreten, was die Ausgliederungsgegner 2017 auch befürchtet haben. Nämlich, dass sich Erfolg eben nicht automatisch einstellt, nur weil der Verein seine Rechtsform ändert und Anteile verkauft. Und jetzt sind die Anteile weg, die Mitgliederrechte sind auch weg und wir spielen trotzdem gegen Abstieg. Und da muss man natürlich den Präsident schon ankreiden und sagen, dass er seine Versprechen oder auch jetzt diese ganze Marketingkampagne, die damals im Vorfeld von der Ausgliederung lief, ja, gerade mit Ja zum Erfolg und wenn ihr für die Ausgliederung stimmt, dann spielen wir oben mit und was weiß ich, dass es eben alles nicht eingetreten ist und im Moment auch nicht so aussieht, als ob es jetzt nächstes Jahr eintritt. Und das muss man ihm auf jeden Fall ankreiden. Absolut, ja. Also er spricht ja immer gern von seinem 5-Jahres-Plan. Da sind wir jetzt ja, mittendrin. Aber ja, mir geht es ähnlich. Es ist aktuell schwer vorherzusehen, dass man da irgendwann mal wieder hinkommt, wo sich zumindest der Herr Dietrich mit seinem Verein sieht. Das schwierige Umfeld hat, glaube ich, schon lange Abschied genommen von höheren Platzierungen und ist da deutlich realistischer, auch wenn einem immer anderes vorgeworfen wird. Naja.
Ja, und nichtsdestotrotz will ich vielleicht noch hinzufügen, nicht, dass es vielleicht jetzt falsch rüberkommt, nichtsdestotrotz trägt natürlich schon auch die Mannschaft die Verantwortung. Ja. Also da muss man schon natürlich sich auch fragen, wie so eine Mannschaft, die jetzt in der Rückrunde eine fantastische Rückrunde da eben hingelegt hat und im Prinzip jetzt mit fast nahezu den gleichen Spielern in die neue Saison geht, wie die auf einmal so auseinanderbrechen kann. Ja? Wie Mario Gomez auf einmal überhaupt nicht mehr trifft, wie überhaupt nichts mehr zusammenläuft, wie sogar so eine starke Abwehr von der letzten Rückrunde teilweise da völlig ins Schwimmen kommt. Also da kann auch irgendwas nicht stimmen. Und da kann ich natürlich jetzt als Außenstehender auch nicht sagen, woran das liegt. Da kenne ich zu wenig Internas, klar. Aber irgendwas muss da auch schief laufen, weil sonst kann so eine Mannschaft, die jetzt im Kern eigentlich gleich geblieben ist und sogar noch verstärkt worden ist, nicht so einbrechen innerhalb von ein paar Monaten. Das ist so, ja. Viele Mysterien, die da den VfB umgeben. Allein es fehlt die Lösung, aktuell zumindest. Ja. Das heißt mal wieder, wobei das war für mich auch von Anfang an eigentlich die Erwartung an die Saison, den Klassenerhalt schaffen. Und ja, dann bleibt doch am Ende nur übrig zu hoffen, dass man dann die richtigen Schritte geht, um da eine Stabilisierung dann tatsächlich auch für die Folgespielzeiten dann irgendwie mal zu erreichen. Richtig, ja. Also die Saison kann es ja nur heißen, Klassenerhalt schaffen irgendwie. Und dann muss man sich natürlich im Sommer dann schon mal die Frage stellen, was eigentlich alles falsch gelaufen ist. Und die ganzen Punkte, die wir da gerade auch angesprochen haben, die muss man dann einfach mal ernsthaft durchgehen und dann auch die Weichen richtig stellen, weil es gibt keine Garantie, dass es immer gut geht. Und man weiß ja auch noch gar nicht, ob es diese Saison gut geht. Also jetzt erstmal Klassenerhalt schaffen, irgendwie durchkommen und dann weiterschauen. So ist es. Drücken wir die Daumen. Ja. Jetzt haben wir es angekündigt, es soll auch noch was zu gewinnen geben, nämlich ein Exemplar deines Buches, wo der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin tatsächlich alles nochmal au Detail auch nachlesen kann und dann natürlich auch noch viel, viel mehr als das, worüber wir jetzt sprechen konnten in der Zeit. Ja, magst du die Gewinnfrage stellen? Ja, kann ich gern machen. Wer schoss das letzte Tor im Spiel gegen Westmanea für den VfB? Also ums Auswärtsspiel geht's in Island. Genau, es geht um das im Buch auch beschriebene Spiel. Die Antworten schickt ihr bitte bis Mittwoch, 12.12. per E-Mail an kontakt@br1893.de. Also br1893.de. Die Daten verwende ich natürlich nur für das Gewinnspiel. Die werden danach wieder gelöscht. Ich werde dann einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin ziehen und mich dann in Verbindung setzen und dann das Buch entsprechend zukommen lassen. Ja. Wir könnten noch viel, viel mehr erzählen. Im Buch steht so vieles Interessantes drin. Da wird man aber, glaube ich, morgen noch sitzen. Und außerdem soll das Buch ja auch gelesen werden. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank an dich, Markus. War echt super, dass du vorbeigekommen bist und darüber erzählt hast. Und ich hoffe, es hat allen die Lust geweckt, da auch mal tiefer einzutauchen. Vielleicht kannst du noch verraten, wo man das Buch denn bekommt. Ja, ich bedanke mich zunächst natürlich auch bei dir, Ron, für die Möglichkeit, dass ich hier mein Buch vorstellen konnte. Das Buch gibt es am Fanstand in der Cannstatter Kurve zu kaufen. Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn ihr es alle dort kauft, denn dann tut ihr auch im Autor was Gutes. Alle, die es nicht dorthin schaffen, können das Buch aber auch im Internet bestellen unter www.blickfang-ultra.de. Und natürlich gibt es das Buch auch bei diversen Online-Plattformen wie zum Beispiel Amazon oder auf Bestellung auch im stationären Buchhandel. Ja, flutet den Buchhandel, bringt alle Plattformen zum Erliegen. Am allerbesten geht aber in die Kurve und holt es euch da. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich, macht Spaß, das Ganze zu lesen. Und weil so ein Buch ja auch nie ganz alleine geschrieben wird, wolltest du ja noch jemandem danken, Markus. Also, ich möchte mich am Schluss nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die mich
bei dem Buchprojekt unterstützt haben. Allen voran die Jungs vom Burkhardt und Partner Verlag, die das Projekt mit mir zusammen gestemmt haben. Vielen herzlichen Dank. Es ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit den Jungs jetzt gewesen die ganze Zeit. Ein besonderer Dank geht auch noch an meinen Lektor, den Florian Paulus. Das ist ein guter Freund von mir, der mein Buch auf Herz und Nieren überprüft hat noch am Schluss. Und last but not least natürlich an die wichtigste Person, meine Freundin Anja, die mich unermüdlich unterstützt hat und die meine Schreiberei in den letzten 4 Jahren einiges an Nerven gekostet hat. Herzlichen Dank nochmal an alle. Ja, wie gesagt, vielen Dank, Markus. Hat mich wirklich gefreut und ich wünsche viel Erfolg mit dem Buch. Hoffe, du bekommst ganz viel tolles Feedback und vielleicht ergibt sich ja nochmal die eine oder andere Gelegenheit, an einen zweiten Band zu denken. Wer weiß. Ja, müssen wir mal schauen. Dazu müsste der VfB natürlich sportlich erstmal eine gewaltige Steigerung hinlegen, dass es wieder Geschichten gibt für ein zweites Buch. Also wenn das nicht Anreiz genug ist für den VfB, dann weiß ich auch nicht mehr. Da sollen die sich jetzt mal am Riemen reißen. Die Welt könnte einen Teil 2 definitiv vertragen. Soweit also das Gespräch mit Markus zu seinem Buch. Ich kann es nur nochmal sagen, es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Wenn ihr es nicht gewinnen solltet im Gewinnspiel, dann besorgt es euch auf jeden Fall. Es macht Spaß, ist informativ und erinnert einen auch so ein bisschen an die Zeit zurück, als man den VfB wirklich noch international sehen konnte. Wie immer zum Schluss auch nochmal die Bitte, bewertet die Nachspielzeit, egal wo, ob es bei Apple ist, bei Google ist, auf Spotify, wie auch immer. Eine Sternebewertung ist toll, wenn ihr noch was dazu schreibt, umso besser. Ich gucke mir wirklich alles an, freue mich über jedes Feedback. Wenn ihr mich direkt anschreiben wollt, dann entweder auf Twitter, wie gesagt, da bin ich der @brustring1893. Ihr könnt im Blog kommentieren oder eben auch auf YouTube. Auch da freue ich mich natürlich über alles, was zurückkommt und gehe gern in den Austausch mit euch. Ich habe noch nicht weiter geplant, da es aber sein könnte, dass es für dieses Jahr die letzte Nachspielzeit ist, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen guten Dezember, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Unserem VfB wünsche ich noch den einen oder anderen Punkt und ja, ich hoffe, wir treffen uns spätestens im neuen Jahr bei guter Gesundheit wieder und auch dann bin ich mir sicher, wird es genug Dinge zu besprechen geben rund um den VfB. Bis dahin, macht's gut. Ciao.